Willkommen zurück zu Subnautica. So. Wir haben unseren ersten Bioreaktor. Aber ja, gut, was heißt Osten? Also wir haben unseren Bioreaktor endlich. Unsere Mehrzweckhalle. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist eigentlich noch der Andock. So, wir haben unsere Base in der letzten Folge ja relativ schön verstärkt. Ja, ich würde sagen, jetzt folgt als nächstes. Mal gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Na voll gut. Alle Batterien sind voll. Sehr gut. Ja, die schmeißen mit ihre Dinger da draußen ab. Wird bald wieder Wasser reinlaufen. So. Wir müssten. Irgendwie die Seemotte finden. Na. Teile für die Seemotte müssen wir finden. Aber ich habe noch eine andere Idee. Wir müssten erstmal den Andock finden. Ich weiß auch ungefähr, wo wir den finden könnten. Das müsste hier so die Richtung sein. Mal schauen, ob wir es finden. Batterien haben wir genug dabei. Sauerstoff haben wir nicht. Ah, wir haben nicht genug Sauerstoff dabei. Da ist es. Nicht genug Sauerstoff dabei. Ich muss noch ein paar Sauerstoffflaschen mitnehmen. Weil wir müssen da ein kleines bisschen tiefer gehen. Wir müssen da ein kleines bisschen tiefer gehen. Ach so, bevor ich es vergesse, heute Abend ab 20 Uhr wird auch ein Livestream wiederkommen von Subnautica. Da machen wir in unserem Livestream ein bisschen weiter. Oh, ja. So, seht ihr das? Gibt's ja wohl nicht. So, wo haben wir denn die? Hier ist Titan. Ja. Haben wir noch keine? Och. So, ich wollte hier mal durchgucken. Ja, die eine Wand hätten wir auch noch machen müssen und die auch. Das sehe ich nämlich jetzt aus. Die Bahn war hier. Immer die falsche Taste. Wo ist denn jetzt eigentlich das Lithium? Wir haben doch welches mitgebracht, oder? Ach, ich drücke mal die falsche Taste. Weil das ist halt ein bisschen komisch gemacht bei dem Spiel. Und zwar musst du bei manchen Sachen mit der Escape-Taste raus. Und mit manchen Sachen aus musst du mit der Escape-Taste raus und mit dem anderen mit der Umschalt-Taste. So, ich bin schon wieder hoch konzentriert hier. Ich muss nämlich die nächsten Schritte planen. So. So.
Geller. So. Da haben wir das, da haben wir das. Geben noch was essen. Und dann geben wir uns die Sachen für die Andockstation besorgen. Ne? Alles klar, gut. Dann gehen wir mal los. Also, das müsste, glaube ich, so in dieser Richtung gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das Problem ist halt in dieser hochtechnologisierten Welt hier, gell? Haben wir keine Karte oder Navigationssystem oder irgendwas, gell? Das ist schon ein bisschen seltsam. So. Aus Luft holen und runter geht's. Also wir sind schon mal richtig hier. Müssen wir nur noch das Wrack finden. Es ist halt ziemlich tief hier, gell? Also wir müssen so um die 200 Meter tief. Also ein bisschen über 200 Meter. So, da hinten ist übrigens die andere Insel. Jetzt halt nicht mehr genau sicher, wo das Wrack jetzt gelegen hat. Ich weiß nur, dass das hier irgendwo war. Ist es. Da ist es. So, wir gehen noch mal oben Luft holen. Na? Wir gehen oben noch mal Luft holen und dann gehen wir noch mal runter. Ich hoffe, das reicht mit dem Sauerstoff. Das könnte natürlich enger werden. Problem ist halt, wir haben halt nur 105, gell? So, na dann wollen wir mal loslegen. Wollen wir mal loslegen, mal gucken, ob wir es schaffen. Generaumfragment. Sicherungsbehälterfragment.
Das ist aber nicht unser Dings. Zyklop-Druckkompensator-Fragment. Ja. Gut. Dann haben wir doch nicht das gefunden, was wir finden wollten. Problem ist, ich muss noch tiefer rein. Aber ich muss erstmal wieder Luft holen. Wenn wir doch noch ein paar Flaschen mehr mitnehmen sollen. Hätten wir noch ein paar Flaschen mehr mitnehmen sollen. So. Jetzt müssen wir noch etwas tiefer rein. So, aufgefüllt und runter. Jetzt müssen wir noch etwas tiefer rein. Mal schauen, ob wir das doch dann endlich finden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich in dem Frack die Andockstation gefunden habe. Also im Livestream, wer da zugeschaut hat. So. So. Und so. Ne, jetzt die Zyklop-Druckkompensator-Fragment. Gut, dann finden wir das also nicht hier. Hier ist noch eins, sag ich doch. Generaum-Fragment. Tja, dann war's das aber auch hier schon. Gut, dann haben wir doch nicht das gefunden, was wir finden wollten. Wir haben mal halt den Scannerraum gefunden. Eigentlich nicht das, was ich finden wollte, aber ja, Holz. Ja, wir haben auch wenigstens etwas gefunden. Wenigstens etwas gefunden. So, Alter, habt ihr das gesehen? Den Jump aus dem Wasser raus. bei der Insel haben wir doch schon gescannt gehabt, gell? Mir ist gar nicht so sicher. Vielleicht auch nochmal hingucken. Aber ich dachte schon. Klar haben wir da gescannt. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem Wrack hier schon gewesen sind. Gucken einfach mal rein. Nein, waren wir noch nicht. Gerne raus. Ein Distillanzug. Okay. Bioreaktorfragmente, das haben wir ja schon. Noch was. Distillanzug. Bioreaktor, Batterieladestation, nochmal Batterieladestation, nochmal Batterieladestation, wir sind ja eigentlich voll, brauchen wir gar nicht weiter scannen. Seemottenfragment. Seemottenfragment. Das Bioreaktor. Gut, ich muss hoch. Ich muss hoch. Gehen wir gleich nochmal runter. Mal gucken. Die Seemotte jetzt freigeschalten, kann das sein? Ja, wir haben die Seemotte freigeschalten. Sehr gut. Das heißt, wir könnten
Haben wir das auch freigeschalten? Druckkompensator. Mobile Fahrzeugstation haben wir auch freigeschalten. Sehr gut. Scannerraum haben wir noch nicht komplett. Hey, Sicherungsbehälter haben wir auch nicht. Gewehr, Fahrzeugmodifikationsstation und Zyklop, da haben wir auch noch nicht alle Teile. Gut, wir gucken das Wrack jetzt noch mal durch, noch was dabei ist für uns. So, den Scanner. Ich kann sowieso nicht. Nee, das was ich habe, kann. Mobile Fahrzeugstation haben wir ja jetzt schon. Nee, hier ist dann nichts weiter. Den Motor haben wir ja auch freigeschalten. Das ist Bioreaktor, haben wir ja auch alles. Ja gut, dann haben wir hier nichts weiter. Dann kommen wir erstmal Richtung Heimat und die Sachen bauen. Wir brauchen eine Seemutter. Weil mit der Seemotte können wir doch schon ein bisschen besseren Radius hier abdecken. Aber das alles sehen wir dann in der nächsten Folge, wie wir die Seemotte bauen. Besser gesagt, aus das mobile Fahrzeugdepot und danach dann die Seemotte. Mal gucken, ob wir das alles in der nächsten Folge schaffen. Schlecht wäre es natürlich nicht. Alles klar, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.